Nach 2019 musste ich aufsteigen in die erste Liga. Da war ich 12 Jahre alt. Das war schon ein bisschen schwer, weil ich war noch kleiner. Und die Brüder sind natürlich sehr viel schwerer als in der zweiten Liga. Jetzt bin ich 14 und doch, ich glaube schon, dass es gut passt von der Schwierigkeit für mich. Die zweite Liga habe ich im Dezember 2019 gewonnen, also vor 3 Jahren fast. Mein Vater hat mich angemeldet, ich glaube 2018 oder 2017. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das dann gewinnen würde. Aber im Finale, es war ja auch ein dynamischer Boulder, der das schlussendlich entschieden hat, der hat mir mega gelegen und dann war ich irgendwie oben auf dem Podium. Das war schon ein krasses Gefühl. Es sind ja generell viele Jüngere dabei, die sich einfach ausprobieren wollen, die halt noch nicht so viel Wettkampferfahrung haben. Aber dann sind ja auch ältere Leute dabei, die halt auf Wettkämpfen nicht mehr so starten können. Ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei und auch für jeden, ja, für jeden Schwierigkeitslevel, auf dem man sich befindet. Es ist immer anders. Es ist ja nie gleich. Nicht mal, wenn du denselben Boulder machst, dann wird die Art, wie du es machst, auch nicht gleich sein, habe ich das Gefühl. Und keine Ahnung, die Leute sind so gechillt, sind so mega cool. Es gibt, also, na klar, es gibt auch schlechte Zeiten im Klettern und auch Zeiten, wo ich es nicht mag. Aber ja, also grundsätzlich liebe ich den Sport. Zum Beispiel gerade jetzt im Finale, das war ein mega Gefühl. Da waren so viele Leute da und jeder hat sich angefeuert. Also es hat schon geholfen, dass man da dann im Boulder doch noch hochkommt und richtig kämpfen kann. Ich glaube, das hilft mir schon. Und ich stelle euch die stärksten 6 Damen dieser Saison vor. Zunächst Anna Stumpf. Ich kann nur hoffen, dass die Boulder zu mir passen, dass ich mit denen was anfangen kann. Und dann versuche ich ruhig zu bleiben und ja, alles zu geben. Aber ich weiß, dass ich unter Druck immer ziemlich gut funktioniere. Und darauf zähle ich einfach. Ali, Anna. Wir sind bei dir, Ali. Was für ein Finale! Silber und damit der 2. Platz geht an unsere jüngste Starterin aus Baden-Württemberg, Annalilia Stumpf.